Eben, ich habe mir überlegt, für unseren ersten Waschsalon-Auftritt, ne, für die erste Show, machen wir so ein richtig geiles Show-Opening. Ja, so richtig amerikanisch, weißt du, so alles viel zu viel, alles mega drüber. Ja, weißt du, was wir auch brauchen? So ein riesen Gospelchor, internationaler Gospelchor, die so in Rom da stehen. So in der Nightwash-Farbe. Ja. Ja. Geil, und dann sitzen die hier überall und dann machen wir so einen Song und dann stehen die einfach während des Songs stehen die auf. Und dann, weißt du, was ich auch richtig geil finde, so ganz viel Konfetti kann. Ja. Also zum Schluss, wenn der Song vorbei ist, so, das richtig abgeht. Am besten noch so Feuerwerk da draußen. Ja. Weißt du, was wir auch noch brauchen? So einen weißen Flügel auf der Bühne und du liegst drauf. Ja, ja. Und dann brauchen wir so einen Geldregen. Du stehst am Flügel, bist am Spielen wie Alicia Keys und dann regnet das ganze Geld auf dich drauf. Das ist richtig geil. Weißt du, was auch richtig nice wäre? Wenn die erste Reihe einfach so pinke Sonnenbrillen anhätte. Ja, genau, in so einer Nightwash-Farbe. Ja. Ja, richtig gute Idee. Ja. Und dann, weißt du, was ich auch noch will? Ein Tyrannosaurus Rex. Ist ein bisschen unrealistisch, aber... Hm. Das wird ein bisschen teuer auch. Ja, ich glaube nicht, dass wir das Budget dafür haben, ehrlich gesagt. Ey, aber Ben, guck mal, wir haben einen guten Song. Wir machen einfach den Song richtig gut. Ja, komm, wir... lass mal proben. Ja. Bitte begrüßt eure Moderatoren. Hier sind Luisa Charlotte Schulz und Ben Schafmeister. Hey. Are you kidding me? I'm getting sick of the in-between. Running in place isn't interesting to me. To me, am I good enough? Does it even matter or is it luck? I'm checking the prices on giving up. Now what? Now what? These sheets gonna kill me, but I won't let it. And I'll try to get them held, but they don't get it. So I tell myself when I sleep at night, don't lose sight, baby, don't lose sight. This shit ain't never gonna change. Come on. It ain't never gonna change. Hallelujah. It ain't never gonna change. Hey. Whoa, whoa. This shit's gonna kill me, but I won't let it. And I'll try to get them held, but they don't get it. So I tell myself when I sleep at night, don't lose sight, baby, don't lose sight. Don't lose sight, baby, don't lose sight. Hallo Waschsalon! Seid ihr gut drauf? Boah. Das klingt sehr gut. Und ihr habt allen Grund dazu, Leute. Wir haben hier heute eine fantastische Show für euch vorbereitet. Wir haben ein Hammer-Line-Up. Heute im Waschsalon mit dabei Christina Boganski, Toni Bauer, Ingmar Stademann, Falk Schuck, Friedrich Hermann und Sandra Sprünke. Ein Riesenapplaus für den Nightwash Chor. Geil. Vielen Dank an den Nightwash Chor. Dankeschön. Geil. Dankeschön. Ja. Bevor ihr euch jetzt hier weiter fragt, wer sind die zwei Vollidioten da vorne? Wir wollen uns mal kurz vorstellen, wir sind die zwei neuen Nightwash-Moderatoren. Zu meiner Rechten Ben Schafmeister. Hallo. Hallo. Danke. 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 Vielen Dank. Ja. Ben ist ein großartiger Musiker und Comedian, aber Ben ist auch ein Typ, der ganz gerne mal den Raum verlässt mit den Worten Tschüsseldorf oder bis später Silie. Gibt's hier Leute, die sowas auch verwenden, solche Floskeln? Nee, niemand ist so uncool wie du, nein, Ben. Leute, das Ding ist, man muss sich da ein bisschen reinfühlen. Irgendwann sagt man es einfach selber. Einfach mal einen Raum verlassen mit Saudi Arabien. Ich finde es gut. Wie wär's mal mit Schluss machen mit Saudi Arabien?
Das, ja, das wäre auch geil. Das wäre richtig gut. Das hätte Stil. Mega. Oder wenn... Oder stell dir mal vor, du bist bei so einer Beerdigung und verabschiedest deinen toten Onkel so. Haus de Rheinland. Aber ich fände es noch besser zu sagen, Klopf auf Holz. So. Ich fand's auch gut. Wir wurden ja für den Job hier so zusammengecastet, ne? Ja. Und ich bin 9 Jahre älter als Ben und dachte so, oh scheiße, ich bin hier Granny from the block. Ich bin hier der Boomer in der Beziehung. Aber dann besuchte ich Ben und er empfang mich mit den Worten Heroin spaziert. Ja, warum nicht? Gut, dass du nicht Sozialarbeiter bist und in der Drogenberatung arbeitest, sag ich dir mal. Meine Mutter ist Sozialarbeiterin. Ah ja, das erklärt einiges, Ben. Mhm. Schön. Schön, dass ihr heute alle hier seid. Wir freuen uns riesig. Ich möchte auch ganz kurz einmal Luisa Charlotte Schulz vorstellen an meiner Seite. Ladies and Gentlemen, Luisa Charlotte Schulz. Ja. Vielen Dank. Was kommt jetzt? Luisa Charlotte Schulz, ihr seht es am Outfit. Es gab mal einen Tontechniker, der hat zu ihr gesagt, du siehst aus wie Cindy aus Marzahn in Hot. Und ich finde, das kann ich unterschreiben. Also muss man sagen, der Goldschmuck, das sieht sehr nach Chorweiler aus. Schön! Schön, dass du hier bist. Luisa ist begnadete Schauspielerin, Comedian, auch Musikerin. Sie kann eigentlich alles, sie moderiert, sie macht wirklich alles und das werdet ihr auch noch heute im Verlauf des Abends merken. Ich freue mich riesig, das neben ihr moderieren zu dürfen. Vielen Dank, Ben. Willkommen. Nicht die Haare. Vielen Dank. Wir möchten euch eine Sache nicht vorenthalten. Und zwar ist das unser Pressefoto. Ben, willst du das mal rausholen? Ach so, sorry. Das ist wirklich, was soll ich sagen? Hier, warte. Hier, häng das mal hier so. Müssen. Leute, was soll ich sagen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es mit 31 Jahren noch mal in die Bravo schaffe. Ohne Scheiß, ich lieb's. Das Ding ist auch, guckt euch mal meine Hackfresse an. Nee, weißt du, wie du aussiehst, Ben? Du siehst aus wie von so einer Zahnersatzwerbung ein bisschen, ne? Wollen Sie auch neue Zähne? Gar kein Problem. An apple a day keeps the doctor away. Ohne Scheiß, und die Make-up-Artist, die hat mir vorher, liebe Grüße, die hat mir vorher gesagt, diese Lippenbalsam sieht man auf dem Foto nicht. Hallo? Doch, sieht man, Ben. Ich glaube sogar noch die dritte Reihe sieht's, ne? Es glänzt ein bisschen doll. Auch meine Körperhaltung sehr natürlich. So steht man in der Gegend rum. Ne? Das ist richtig geil. Du siehst auch ein bisschen aus, als wenn du jemand. Entweder du bist super lieb oder du bringst Leute um privat. Guckt euch mal dieses Funkeln in den Augen an. Honey und Nanny reloaded. Jetzt hier im Waschsalon. Alter, wirklich. Wir können auch, wenn wir nackt wären, wäre das Dr. Sommer. Ich sag, wie es ist. Das stimmt. So, Leute, wer will denn dieses Plakat haben? Krass, dass sich so viele melden. Oh. Unglaublich. Oh. Dann kriegst du das mal. So, reich mal schön weiter. Vielen Dank. So, dann wollen wir euch auch mal ein bisschen kennenlernen. Wer ist denn heute hier zum ersten Mal im Waschsalon? Einmal klatschen. Wow. Ja. Gegenfrage, wer war schon mal hier im Waschsalon? Einmal klatschen. Das spricht für die Show. Du schon mal, wann denn? Okay, vor Corona. Ich habe das Gefühl, das wird heute ein Abend. Ja. Irgendwie. Ich hab's. Ein bisschen im Gefühl. Schön, dass du da bist. Wer kommt denn aus Köln? Einmal klatschen. Yes. Kommt jemand aus dem Ruhrpott? Einmal klatschen. Jawohl. Wow. Verzweiflung. Ah! Geil. Sehr schön. Leute, bevor wir gleich die erste Künstlerin auf die Bühne holen, wollen wir hier mal ein bisschen noch die Stimmung checken. Wir machen dazu so ein kleines... Was war das denn? Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt richtig heiß. Mikro-Rodeo. Der Cowboy vom Waschsalon. Nee, schön. Also Leute, wir teilen mal hier das Publikum. Du, wie heißt dein Name? Fred, cooler Name. Mensch, du, du bist Mega hier noch Name. Rechts bei Team Ben, ja? Fred. Mensch. Ich habe mir gerade vielleicht ins Höschen gemacht, naja. So, und du bist hier noch bei mir bei Team Luisa, ja? Alles klar. So, ihr zwei Teams tretet gleich aneinander, wie sagt man, aneinander an? Aneinander an, ja, genau. Gegeneinander an. Und ich würde mal sagen, Team Ben
beginnt mal. Ja, ich spüre hier Schwingungen. Hier ist richtig Bock in der Bude. Sie sehen so, geil. Habt ihr Bock? Seid ihr da? Köln? Vor allen Dingen, nee, Team Ben. Moment. Ja, ich weiß, ihr seid heiß, Leute. Team Ben, habt ihr Bock auf heute Abend? Geil. Okay, okay, okay. Das war ganz nett. Das war super. Aber ich glaube, Team Luisa, das könnt ihr besser! So. Unentschieden, würde ich sagen. Schön, dass ihr da war, dass ihr das mitgemacht habt. Oh, Leute. Also Leute, wenn gleich die erste Comedian auf die Bühne kommt, dann rastet ihr auch so aus wie Team Luisa, okay? Ganz einfach. Und Team Ben, beide zusammen. Also. Und Fred. Und Fred war's, so. Ne? Fred. Also, die erste Comedian hat hier auch heute eine Premiere, denn sie ist das erste Mal im Waschsalon. Sie kommt aus Berlin, rastet aus. Hier ist für euch Christina Boganski! Hallo. Was geht ab? Mir ist ein bisschen kalt. Ich bin nicht erregt, wollte ich nur sagen. Also, vielleicht doch, man weiß es nicht. Hi. Alles gut? Sehr schön. Ja, ich komme aus Berlin. Ich wohne da noch nicht so lange und ich lerne gerade die Stadt ein bisschen besser kennen. Und letztens fuhr so ein Typ im Auto an mir vorbei, macht seine Scheibe runter, guckt mich an und schreit, Schlampe! Richtig krass, Köln. Ich war total schockiert, weil ich so dachte, hä, das kann sich unmöglich so schnell rumgesprochen haben. Ich bin ja extra weggezogen. Es ist ein kleiner Lifehack. Einige wundern sich. Ach so, deswegen sind wir so oft umgezogen, als ich klein war. Ah, schön, herrlich. Ja, ich weiß nicht, habt ihr euch was vorgenommen dieses Jahr? Irgendjemand geile Vorsätze? Weniger Kokain, du. Ah, geil. Ich habe mir auf jeden Fall was vorgenommen, so einen richtig geilen Vorsatz. Ich werde 2023 einfach immer öfter sagen, was ich denke. Hast ja gerade schon gemerkt. So immer so ganz frei raus. Und ich habe auf dem Weg hierher damit schon angefangen. Ich war so im Auto und neben mir waren so zwei Menschen vom Ordnungsamt. Und dann habe ich meine Scheibe runtergemacht und habe ich die so angeguckt und war so, für die Bullen hat es nicht gereicht, wa? Haha! Und dann bin ich so an denen vorbeigefahren, die so hinterher. Waren doch recht schnell dann auch. War auch ein bisschen teuer, weil es war auch rot und die Polizei war auch da auf einmal. Ich hatte beide Hände voll zu tun, da wieder rauszukommen. Naja. Was denn? Alle so, ja, nee, habe ich wirklich gesagt. Ah, geil, nee, aber wirklich, ich meine, Ordnungsamt, ganz ehrlich, ja, die haben ihre Daseinsberechtigung, oder? Aber ich habe wirklich viele Fragen bezüglich dieser Berufswahl. Wie kann man sagen, ich werde hauptberuflich Verpetzer und ich trage gerne Warnweste, nicht nur privat. Meine Waffe ist ein Kuli, weißt du? Was geht mit denen? I don't like him. Ich habe immer ein bisschen Stress mit denen, egal. Ich habe dieses Jahr schon richtig krass was erreicht. Ich bin schon ein Jahr älter geworden. Ich hatte schon Geburtstag. Yay! Ich bin nicht, Dankeschön, ich bin nicht gestorben. Das habe ich schon erreicht. Ich hatte letzte Woche schon Geburtstag. Ich bin 41 Jahre alt geworden. Da hat letztens jemand reingerufen, Fake News. Ich so, hä? Sehe ich aus wie Donald Trump oder was? Fake News. Nee, ich bin wirklich Ü40. Ergibt ja auch gar keinen Sinn, wenn ich es nicht wäre, das zu sagen, oder? Also welche Frau macht sich älter? Frauen machen sich jünger normalerweise. Vielleicht bin ich auch schon 60. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn du Frauen ab einem gewissen Alter fragst, wie alt sie sind, weil sie irgendwie Stress haben damit, sagen sie ganz oft so, ah, I'm forever 29. Nee, ich denke nicht, Gisela. Du hast einen Rollator. Vorne in dem Korb deine Dritten und warum sprichst du Englisch? Also... Ja, ich find's, ich weiß auch nicht. Ich habe immer so das Gefühl, Frauen haben so ein bisschen Stress, ab einem gewissen Alter aus der Gesellschaft so zu verschwinden. Keine Ahnung, dass die so ausgefadet werden, wie so ein Lied, was man nicht mehr hören will. So, Frauen ab 40, wollen wir nicht hören, nächstes Lied. Ja, keine Ahnung. Als ich früher irgendwo reingekommen bin, lief immer so, don't you think your girlfriend is hot like me? Also in meinem Kopf, das hat keiner angemacht für mich. Jetzt läuft einfach nur time to say goodbye. Auf meiner eigenen Box habe ich immer dabei. Ist auch ein Banger.
Letztens wollte so ein feministisches Magazin über mich berichten. Das fand ich voll geil, weil die so meinten, hey, es geht um die Sichtbarmachung von Frauen. Ich so, ja, bin dabei. Ich habe es aber auch gar nicht gecheckt, weil ich bin dumm. Sichtbarmachung von Frauen. Soll ich meine Titten rausholen? Ja, ab 40 hält man die hier. Ungefähr hier so. So. Nein, ich habe sie nicht da angeklatscht. Ich habe sie mir umgeschlagen wie einen klassischen Modeschal. Es ist jetzt sehr warm um den Hals. Ich könnte sie auch während der Show rumreichen. Einmal bis ganz nach hinten, dann wieder zurück. Jeder kann einmal Hallo sagen und sagen, time to say goodbye. Dich wollen wir nicht mehr sehen. Nein. Ist auf jeden Fall nichts. Einmal klatschen, wer hat auch Hängetitten? Das interessiert mich jetzt. Würde auch ohne Hände gehen? Auch die Männer? Einige sind jetzt irritiert. Definier doch mal Hängetitten. Ich sag mal so, wenn unter deiner Brust so ein Bleistift passt, der dann nie wieder weggeht, dann bist du gut dabei. Wahlweise auch eine Tastatur. Wenn ihr das später ausprobieren wollt, kommt zu mir, ich habe was dabei. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt noch ein männliches Äquivalent zur Hängetitte, das ist der Schlepphoden. Ich weiß nicht, warum ich dich die ganze Zeit da so angucke. Naja, es ist auf jeden Fall nichts draus geworden aus dem feministischen Magazinbericht über mich, ne? Weil die haben mir abgesagt mit den Worten, ja, unsere feministische Redaktionsleitung, bestehend aus Malte und Dominik, die sich jetzt auch als Frauen identifizieren, haben gesagt, du bist zu alt. Krass. Und dann habe ich wirklich zum allerersten Mal ganz bewusst darauf geachtet, dass ich mich so ausdrücke, dass sich jeder in dieser Redaktionsleitung angesprochen fühlt. Ich habe gesagt, Fotzen. Und ja, ich wollte, dass Malte und Dominik auch verstehen, was es bedeutet, sich als Frau zu identifizieren. Da wird man auch einfach mal random als Fotze beschimpft, oder? Ihr nicht. Okay. Das passiert nur in Berlin. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Punkt gemacht. Ich kann den irgendwie aber auch gerade gar nicht mehr schreiben. Ich glaube, ich bin blockiert. Das muss man auch erstmal erreichen. Ja, sehr schön. Ja, läuft ja richtig geil hier. Huh, geile Stimmung. Yay! Yeah! Cheer for myself. Meine Güte. Es ist heute mein erstes Mal, wollte ich nochmal sagen. Also hier auf der Bühne. Es ist mein erstes Mal. Ich finde es richtig schön. Warum habt ihr so Brillen auf? Auch mega sweet. Voll schön. Naja, ich habe übrigens letztens so einen mega niedlichen Typen gesehen und ich habe nicht so richtig so einen Filter, ich kann das alles immer nicht so steuern und ich habe den so gesehen und mein Kopf war so, oh mein Gott, der ist voll süß, der gefällt mir und dann hatte ich aber Eisprung zu dem Zeitpunkt und meine Eier waren so, komm mal schön her zu Mama. Das war mega laut, ich habe mich total erschrocken, weil ich so dachte, boah, nicht, dass er das gehört hat, ne? Und dann sehe ich so, wie der Typ so im nächsten Atemzug so von so einer Frau angelabert wurde. So, ja, ich finde dich total toll. Ich weiß, du hast mega viele Fans, die dir das sagen. Und der Typ nur so, oh, ja, danke schön, ne? Und dann geht er so an mir vorbei und ich original ohne Filter stehe so hinter ihm. Ich so, bist du berühmt oder was? So, oh, bist du berühmt oder was? Und er so voll eingeschüchtert. Er so, ja. Ich so, ja, wer bist du? Kriegst du eine Kopfnuss, oder? Wer bist du? Also Vincent Weiss. Es ist einfach eine fucking true story. Ich habe Vincent Weiss von hinten angelaufen. Oh, bist du berühmt? Wer bist du? Weißt du so? Oh mein Gott. Und dann dachte ich auch so, das ist mega, weißt du, wenn du so eine prominente Person triffst, dann ist das eher so einseitig. Ne? Der wird das jetzt vergessen. Ich denke jetzt mein ganzes Leben darüber nach. Finde das voll schade. Fände es voll geil, wenn er sich für immer an mich erinnern könnte. Und dann dachte ich, dafür müsste man wahrscheinlich was krass Extremes machen. Keine Ahnung, sich in die Hand kacken und den was so an den Kopf schmeißen. Dachte ich auch, krass, vielleicht machen das deswegen auch die Affen im Zoo. Machen das ja auch, weißt du, so, vergiss mich nicht, ich heiße Coco, hol mich hier raus. Keine Ahnung, naja. Ich bin übrigens Single, einige so, ja, zu Recht. Ich bin Single, ich kann nicht so richtig flirten und ich habe mir letztens so Flirt-Tipps mal geholt und dann meinte die Person so, ja, du musst die Person, die du magst, ganz lange anschauen, dann musst du was Nettes sagen und dann musst du auf die zugehen. Ne? Ich so, okay, dann habe ich das ausprobiert, dann habe ich die Person ganz lange angeschaut. Dann habe ich was Nettes gesagt, du geile Sau. Und erst dann bin ich aus dem Gebüsch gekommen. Und jetzt habe ich Parkverbot. Dankeschön, mein Name ist Christina Bogatzki. Dankeschön. Christina Bogatzki. Wuhu, Christina Bogatzki.
Yes. Ich habe auch in Berlin gelebt, 10 Jahre lang sogar. Aber Leute, ich bin jetzt nach Köln gezogen. Ja, Mann. Ich liebe diese Mentalität hier, wirklich. Wie jetzt hier? Man hat noch gar nichts geleistet, ausgerastet einfach. Die Mentalität in Köln ist der Wahnsinn. Das ist das Selbstbewusstsein, was mir immer gefehlt hat, wirklich. Ich kenne keine Stadt, die sich so krass ein auf sich selbst hobelt wie Köln. Und sind wir mal ganz ehrlich, würde es den Rhein und den Turm nicht geben, dann sähe es hier eher ein bisschen aus wie Duisburg, ne? Und das habe ich letztens auf dem Open Mic erzählt und wirklich die ganzen Kölner so, hallo? Nein? Habe ich richtig mit denen angelegt, weil ursprünglich komme ich aus dem Ruhrpott und ich sag mal, wenn im Ruhrpott jemandem sagst, ne, hör mal, bei euch ist nicht so schön, würden wir immer sagen, ja, ich weiß. Aber die Kölner, die verteidigen ihre Stadt, das ist unfassbar und haben ein Selbstbewusstsein dabei, das finde ich erstaunlich. Es gibt doch so in jeder Kneipe, in jedem Club, gibt es doch so diesen einen Typen, dessen Selbstbewusstsein größer ist, als es sein Gesicht zulässt. Ne? Das sind so, die haben so ein Selbstbewusstsein von Brad Pitt, haben aber eher so ein Gulli-Gesicht. Und wenn dieser Typ dich anquatscht und du dir denkst, bin ich so hässlich? Ist das jetzt meine Liga? Dieser Typ, das ist Köln. Ja, Mann, unfassbar. Aber mit dieser Einstellung, das ist doch unfassbar. Da kannst du doch aus Scheiße Gold machen. Da ist doch Scheiße Gold. Ich meine, wo hat Til Schweiger seine Schauspielausbildung gemacht? In Köln. Ja, wirklich. Nur eine Schauspielschule in Köln kriegt es fertig, einem Typen mit 2 Gesichtsausdrücken zu sagen, aus dir wird mal was ganz, ganz Großes. Und Recht behält, ne? Das ist doch richtig geil. Ich habe mir auch überlegt, mein Kind kommt auf jeden Fall in Köln zur Welt. Das kriegt die kölsche Staatsangehörigkeit. Ich schicke das auch nicht in eine Kita, ne? Ich schicke das einfach in so Kölner Kneipen. Wenn das mal ein Problem hat, irgendjemand wird da schon sitzen und sagen, es hätte noch immer Jotje Jange. Es kütt wie es kütt. Es hätte noch immer Jotje Jange. Das finde ich so geil, wenn du aus dem Ruhrpott kommst. Da ist dieser Satz Satire. Im Ruhrpott wird jeder Arsch sagt, es bleibt eh so scheiße, wie es ist. Im Ruhrpott steht auf dem Grabstein, so, jetzt habe ich den Scheiß auch hinter mir. Wirklich, bei uns herrscht einfach zu viel Ehrlichkeit gepaart mit zu wenig Eloquenz. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Der nächste Comedian, der kommt nämlich auch aus dem Ruhrpott und zwar aus Duisburg. Ja, sind da Leute aus Duisburg? Jawohl, ihr klatscht gleich richtig hart. Also, rastet richtig aus. Hier ist der nächste Comedian. Hier ist für euch Toni Bauer. Was geht ab, Köln? Hey, es geht ab, Nightwash. Ich freue mich, hier zu sein, zum zweiten Mal. Beim letzten Mal war ich im März hier und ich muss sagen, der letzte Auftritt hat so ein Stück weit mein Leben geändert. Gut, danach hat mein bester Kumpel mir erstmal ins Auto gekotzt, aber kein Problem, heute bin ich alleine da. Nein, wirklich, war gar nicht so schlimm, dass er ins Auto gekotzt hat. Das Schlimme war, der hat erst in seine Hand gekotzt und sagt dann danach zu mir, Bruder, kannst Fenster aufmachen? Hä? Gar keinen Sinn. Aber ich freue mich, hier zu sein und euch alle zu sehen. Und ich muss sagen, ihr seid alle so wunderschön. Mein Gott, besonders hier vorne, sie. So wunderschön heute, mit der Brille. Funktioniert, ehrlich, sieht super aus. Ich muss das sagen, weil wirklich, da wo ich herkomme, da ist niemand wunderschön. Ich komme aus Duisburg-Marxloh. Da haben die Leute einen Zahn. Aber den putzen die den ganzen Tag, wirklich, ist der Wahnsinn. Kennt ihr Duisburg-Marxloh? Ja. Ja? Nein? Für alle unter euch, die Duisburg-Marxloh nicht kennen, ist ein bisschen so wie so ein Gulliloch mit Brautmodengeschäften. Wirklich. Duisburg-Marxloh ist so assi, wenn du da geboren wirst, hast du sofort 60.000 Euro Schulden. 60.000 Euro! Weil deine Mutter in deinem Namen jeden Kredit unterschreibt. Wirklich. Leute, ich kenne Babys, die haben Handyverträge. Aber nicht durch die Mutter, sondern durch Arbeitsamt als Maßnahme, damit die von Anfang an erreichbar sind. So ist das bei uns. Wirklich. Duisburg-Marxloh. Duisburg-Marxloh ist ein bisschen so der Rallye-Streifen in der Unterhose der Gesellschaft. Ehrlich, wirklich.
Wir haben ja nicht mal richtige Schulen. Bei uns heißt Schule Jugendvollzugsanstalt. So ist es. Meine Schule hat sich dadurch ausgezeichnet, wir hatten eine Raucherecke in der dritten Klasse. Wenn du bei uns nicht drehen konntest, du warst sofort versetzungsgefährdet. So. War die einzige Schule in ganz NRW, wo Lehrer Drittklässler nach Kippen gefragt haben. Kippen kein Problem, aber die Assis haben Feuer nie zurückgegeben. Was ist das denn? Aber ich muss sagen, in Duisburg habe ich meine besten Freunde kennengelernt. Meine besten Freunde und ein Freund von mir, ein paar von euch werden den kennen. Ein Freund von mir heißt Hassan. Und ich muss euch Hassan so ein bisschen beschreiben. Hassan schreibt sich selber gerne mit Z aus ästhetischen Gründen. Ihr merkt, der hat die Schule beendet, anders als ich. Wisst ihr? Hassan ist so ein byzantinischer Kanake, wirklich. Der ist aus anderem Holz geschnitzt. Hassan ist aus Elfenbein. Alle anderen Türken, die ich kenne, sind aus Shisha-Kohle. Wirklich. Ey, Hassan ist der Hugh Hefner aus Duisburg-Marxloh. Nur anstatt Bademann und Lustgrotte hat der Zahnlücke und Kreditschulden. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du mit denen unterwegs bist, dann geht der immer zu den Frauen und lässt sich die E-Mail-Adressen geben. Letztes Mal habe ich den gefragt, Hassan, warum lässt du von den Frauen eigentlich immer die E-Mail-Adressen geben? Guckt er mich an, sagt er zu mir. Bruder, du musst Fuchs sein, du musst Fuchs sein, guck mal. Wenn ich den ganzen Tag an meinem Handy schreibe, denkt meine Freundin, ich würde die betrügen, Bruder. Wenn ich den ganzen Tag E-Mail schreibe, dann denkt die, ich mal Business. Was ist das für ein Typ? Hassan. Wir haben wirklich zusammen viele Meilensteine erlebt. Der ist seit 18 Jahren ist er mein bester Freund. Und ich weiß noch, als er angerufen wurde von seiner damaligen Freundin, als er 18 war und ich saß daneben. Und danach sage ich zu ihm, und wer hat angerufen? Sagt, der war meine Freundin. Ich sage, und was wollt die? Ja, die will endlich mit mir intim werden. Ich sage, Glückwunsch. Sagt er, nein, jetzt muss ich erstmal betrügen. Ich sage, warum muss sie jetzt betrügen? Sagt er, ja, stell mal vor, ich kann nichts am Laken, da macht ihm Schluss mit mir. Sag ich, ist doch Quatsch, bin ich ihn besuchen gegangen. Und ihr müsst wissen, Hassan wohnt direkt über dem Fahrradkeller, ja? Und ich stelle an und nur seine Mutter macht mir die Tür auf und irgendwann sitze ich mit seiner Mutter in der Küche und auf einmal höre ich nur, als würde einer applaudieren. Seine Mutter fragt mich, was ist das? Ich sage, das sind die Ratten. Sagt sie zu mir, nein, wir müssen runter in den Keller gucken gehen, was das ist. Und als guter Freund gehst du ja vor. Du gehst ja vor. Und ich gucke so und ich gehe vor und ich sehe nur so einen Arsch, der sich so vor und zurück bewegt. Und Hassan sieht seine Mutter hinten ins... Hassan sieht seine Mutter hinter mir laufen und drückt dann so eine Silhouette hinten ins Dunkle. Und Hassans Mutter redet mit Hassan und stellt ihn sofort zur Rede und sagt, ich weiß genau, was du hier tust. Und der so, nein, Mama, du weißt nicht. Doch, ich weiß genau, was du hier tust. Nein, du weißt nicht. Doch, du rauchst. Ja. Das war der Beginn von Hassans Raucherkarriere. Also, wirklich. Ich mach gar kein witziges Zeug. Meine Freunde sind eigentlich alle nur witzig. Du strahlst mich so an die ganze Zeit. Entweder ist das Licht super eingestellt oder ich bin wunderschön. Eins von beiden. Zweites. Geil. Ich habe eine Frage an dich. Darf ich dir eine Frage stellen? Okay. Guck mal, in meinem Szenario hast du eine Freundin. Jetzt ist auch scheißegal, ob du eine hast. In meinem Szenario hast du einfach eine Freundin, okay? Bist du eher so der dominante Typ? Warte doch. Bist du eher so der dominante Typ? Oder wenn deine Freundin von jemand anderem angesprochen wird, sagst du so, kämpf allein. Wer bist du? Das Erste. Aber ist auch schwer, oder? Ist auch schwer. Ich bin ehrlich, wenn ihr mit mir seid, Leute, ihr werdet einfach gehauen. Ey, ich bin 1,20 groß, ich habe Arme wie Fahrradspeichen, als ob ich mich klopp, Alter. Aber genau dafür braucht man gute Freunde, oder? Und ich habe so einen Freund, wirklich, so einen anderen Freund, den hat jeder von euch. Und mein Freund, der heißt Jerome, okay? Und ich muss euch Jerome beschreiben, ihr müsst sehen, was ich sehe. Und Jerome ist, wie sage ich das, der ist nett. Also, guck, Jerome ist nicht weiß, Jerome ist durchsichtig, okay? Also, wirklich, wenn du hinter dem stehst und Peace zeigst, diese zwei Finger, das, wirklich... Jerome ist so weiß, wenn der neben Polarbär stehen würde, würde der erschossen werden. So ein Typ ist das. Und ihr habt so ein richtig schönes Wort, um Jerome zu beschreiben. Ihr müsst mir mal kurz helfen. Wie sagt ihr denn jemand? Jerome ist, genau, dumm. Nein, nicht dumm. Denkfaul. Aber Überlebenskünstler durch und durch. Du gibst den 50 Euro, schickst den einkaufen, der kommt zurück mit Mortadella, mit Pistazien. Wisst ihr? Der überlebt, aber komisch. So. Wirklich. Ehrlich. Wenn ihr alle Jerome kennenlernen würdet, würdet ihr alle sagen... Gott gibt nicht mit beiden Händen. Ey, der ist vom Wesen eher körperlich, aber der ist ein super Handwerker. Der ist ein super Handwerker. Der hat immer Engelbert Strauß-Hose und einen Schraubenschlüssel in der Tasche, weil der nie weiß, wann der tapezieren will. So. Ey, Jerome ist der erfolgloseste Playboy in der Geschichte. Der hat immer was mit Frauen, die wissen gar nichts davon. Der hat mich letzte Woche angerufen. Ich gehe dran, sagt der Toni, wie geht's? Sag ich, gut, legt er auf. Ich rufe zurück, der so, wer ist da? Hä? Du hast mich doch gerade angerufen. Ja, was wollte ich denn? Hä? Du
du hast gefragt, wie mir geht. Ja, und wie geht's dir? Ja, gut, leg da auf. Also, wirklich. Und wir sind zusammen in ein Fitnessstudio gegangen. Und kennst du das, wenn du in ein Fitnessstudio reingehst und da sind nur Endgegner? Kennst du das? Und ich spreche so einen an, ich sag zu dem, Junge, was willst du hier? Du hast gewonnen. Wisst ihr? Ey, wisst ihr? Kennt ihr doch alle? Kein Hals, nur Nacken. Ihr wisst doch ganz... Der sah aus wie so ein Ball mit so einem Kopf drauf. Wirklich. Die erkennst du immer daran, irgendwo im Gym stehen die in der Ecke und fressen rohen Brokkoli. Das sind... Und die haben T-Shirt-Ausschnitt Health is Wealth. Solche Leute sind das. Die haben immer oben schöne Oberkörper, schön breit, aber nicht so viel an den Beinen gearbeitet. Ihr wisst, wirklich, wenn die Kreuzheben machen, entweder kriegen die Nasenbluten oder scheißen sich in die Hose. Eins von beiden. Ey, wenn die mit kurzer Hose laufen, sehen die aus, als würden die schweben. Solche Leute. Ihr wisst doch, wirklich, der hatte so wenig Kraft in den Beinen, der ist losgelaufen, konnte den Oberkörper nicht halten, hat angefangen zu zittern. Oh, oh, oh. So. Das ist... Das... Und dann Jerome und ich, weißt du? Ich sehe aus wie so ein 14-jähriges Kindermodel. Weißt du? Ich bin so klein, ich habe nur hinten die weiche Stelle am Hinterkopf. Ja. Und Jerome denkt, Kambodscha ist ein Mischgetränk aus den 70ern. Weißt du, ich habe aufgegeben, bevor ich angefangen habe. Jerome hat sich erstmal so ein Fahrrad geschwungen, was nicht vorwärts fährt. Kennt er die Scheiße? Und dann tritt er da 25 Minuten in die Pedale und ich hatte nach 10 Minuten keinen Bock mehr. Mein Arsch ist klein, der sagte, Le Spitz, Bruder, was soll das? Gar keinen Bock gehabt. Aber dann kamen drei wunderschöne Frauen rein, Leute. Eine schöner als die andere. Boah, eine hatte Augen so blau wie die Tragossische See. Ich habe da reingeguckt, ich bin zu Stein geworden. Ich dachte, das ist Poseidons Tochter, war der Wahnsinn. Und ich wollte Jerome auf die aufmerksam machen. Ich wollte sagen, Jerome, guck mal, wer da reingekommen ist. In dem Moment nimmt er seinen ganzen Mut zusammen, steigt vom Sattel und so läuft so schnurstracks auf dieses wunderschöne Geschöpf zu und läuft auf die zu. Und läuft auf die zu und guckt die an und sagt, hi, ich bin der, 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 ich bin der. Scheiß drauf. Geht zurück und fährt weiter Fahrrad. Ich sag zu dem Jerome, was soll das denn? Der guckt mich an und sagt, Bruder, die war eh hässlich, ja? Und ihr merkt, mein Leben ist ziemlich chaotisch. Aber ich bin mir sicher, nur wenn man das Chaos kennenlernt, lernt man mit den Sternen zu tanzen. Peace, mein Name ist Toni Bauer. Toni Bauer! Woo! Toni Bauer, geiler Typ. Geiler Typ. Leute, habt ihr noch Bock? Seid ihr noch da? Ah, geil. Gibt einen Typ, der grinst mich die ganze Zeit an. Ich liebe das. Sehr gut. Schön, dass du da bist, mein Freund. Sehr schön. Ganz kurz zu mir. Ich freue mich riesig, das Ganze heute machen zu dürfen. Ich komme nicht ursprünglich aus Köln. Ich bin nach Köln gezogen. Und um meine Erfahrung mit Köln so ein bisschen zu beschreiben, gibt es so eine Situation, die für mich Köln perfekt beschreibt. Ich habe lange Zeit Nebenjobs gemacht. Auch bei Flink. Kennt jemand Flink? Jo. 4 faule Studenten sind hier. Schön. Für alle, die Flink nicht kennen, Flink ist eine App, bei der man sich so Sachen aus dem Supermarkt liefern lassen kann. Das bringen euch dann so Studenten wie ich in dem Fall. Und dann treffen Bestellungen ein, das könnt ihr euch nicht ausdenken. Ihr kennt's, ne? Ohne Scheiß, meine Lieblingsbestellung, die hat, das ist, ich denke mir das nicht aus, die hatte ich an meiner ersten Schicht. Die Schicht ging bis 0 Uhr und um 11:30 kam eine Bestellung rein. Da hat jemand bestellt einen Schwangerschaftstest und Kippen. Und da wusste ich, Köln, das ist meine Stadt. Hier bin ich richtig. Geil. Mir passieren ständig so unangenehme Sachen. Letztens auch wieder, ich bin Bahn gefahren. Es war noch in Zeiten von 9-Euro-Ticket. Wir erinnern uns, es war ultra voll. Ich habe Gott sei Dank noch einen Sitzplatz bekommen. Es gab aber so Leute, so arme Schweine, die haben sich so in Gang setzen müssen. So richtig ehrenlos, haben sie sich so in Gang gesetzt. Und ein so ein Typ, der saß so bei mir auf meiner Höhe und sein Kopf war so auf meiner Hüfthöhe. Er saß mit dem Rücken zu mir und er hatte eine Glatze. Ist jetzt egal für die Story, fand ich aber lustig. Und... Irgendwann ist das Unvermeidliche passiert. Ich habe mich so gedreht, aus Platzmangel bin ich mit meinem Ellbogen so voll gegen seinen Schädel gedonnert. Und er hat mich ja jetzt nicht gesehen, also musste ich ihm irgendwie signalisieren, dass es ein Versehen war. Also habe ich aus einer Übersprungshandlung ihm so den Kopf getätschelt. Und dann habe ich gemerkt, fuck, das ist richtig weird. Ich kraue gerade einem erwachsenen Mann in der Bahn die Glatze, das geht nicht. Und dann hatte ich mir Scheiß drauf. Jetzt musst du durchziehen. Und dann habe ich ihn angefangen zu massieren.
Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe ihn nicht massiert. Mein Problem war aber wirklich, ich habe ihm wirklich den Kopf getätschelt und mein Problem war, er hat mich immer noch nicht angeguckt. Gar nicht. Und ich wollte jetzt mit ihm irgendwie Augenkontakt halten. Also habe ich von hinten sein Kinn genommen. Naja, und dann hatten wir Sex. Naja. Was mache ich noch so? Ich habe Tourette. Einmal klatschen oder Fotze reinrufen. Wer kennt Tourette? Also, 4 Leute. Sehr schön. Ich habe das aber nicht, wie es viele kennen, mit Beleidigungen. Und ihr merkt das vielleicht, wenn ihr gleich mal guckt bitte nicht zu mir, sonst ist es unangenehm. Aber so, ich zucke immer so zur einen oder anderen Seite. Ich habe das also nicht mit Beleidigungen, wie es viele kennen. Ich habe das mit so Zuckungen. Es gibt verschiedene Arten von Tourette. Ich habe das mit so Zuckungen. Und auf der Bühne ist es komplett weg. Also wenn ich auf einer Bühne stehe, ich kann noch nicht genau erklären, woran das liegt. Aber es gibt abseits der Bühne immer noch Missverständnisse. Und letztens ist es mir auch wieder aufgefallen. Ich war nämlich feiern im Venuskeller. Und dann bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil Getränke waren nicht so teuer. Und dann gab es die ersten Schwierigkeiten, weil ich bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren und dann hat der Taxifahrer gefragt, wohin soll es denn gehen? Und ich so, ja, Ende vom Lied, was wir 2 Stunden im Kreis gefahren sind. Und ich 200 Euro weniger hatte. War schön, war schön. Ich muss jetzt aber nicht mehr Taxi fahren, Köln, denn ich habe meinen Führerschein bestanden. Danke. 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 Ja. Ja, nach dem 4. Versuch. Ich bin wirklich, ist kein Scheiß, 3-mal durch die praktische Prüfung durchgefallen und irgendwann fragt sich auch, woran hat's hier liegen? Ich meine, Schulterblick konnte ich. Ja, das dauert ein bisschen, nehmt eure Zeit. Das habe ich wirklich genauso erzählt. Und letztens, ohne Scheiß, meinte ein Assi aus der ersten Reihe, cool, kannst halt selber im Kreis fahren. Ich habe auch Assi-Freunde. Kumpel von mir immer, wenn er sieht, dass ich so zucke, sagt er, Ben, da ist niemand. Der Typ nennt mich auch konsequent Ben Hindert. Also, naja, Väter halt. Egal. Nein, Tourette gibt Missverständnis. Ich stelle mir Tourette auch schwierig vor in so manchen Situationen, weil man kann das falsch deuten, diese Zuckung. Stellt euch mal vor, irgendwann gibt es so einen Typen, der steht so auf so einer Klippe. Ihr müsst jetzt mit in meine Gedankenwelt kommen. Ist ein bisschen komisch, es steht so ein Typ auf der Klippe, guckt so runter und es gibt so eine Menschenmenge unten, die ihm so hochschreit, so, nein, tu's nicht! Tu's nicht, du hast dein ganzes Leben noch vor dir, tu's nicht! Und ihr seht so einen Typen am Ende der Reihe, mich, der da so steht. Ja, Tourette gibt Missverständnisse, Leute. Letztens auch wieder, ist mir aufgefallen, weil ich hatte Sex und sie auch und ja, sie meinte danach einfach so, Ben, du siehst beim Sex immer so ein bisschen so aus, als wenn du nicht permanent nach besseren Optionen umschaust. Was soll ich sagen, in dem Fall war es auch so. Naja, habt ihr Bock auf den nächsten Comedian? Habt ihr Bock auf den nächsten Comedian? Ja, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, er kommt aus Berlin. Riesenapplaus für Ingmar Stadelmann! Oh, dankeschön, Ben. Herzlich willkommen. Oh, ist ja gut. Mutti ist auch da. Sehr schön. Und was ist mit dir? Du hast eine rosa Brille auf. Das ist ein bisschen Pedo-Vibes erste Reihe, aber das ist okay. Da kann ich mitarbeiten. Guck mir nicht so willig einen Schritt dabei. Das ist wirklich sehr schön. Köln, ihr habt es richtig gut, ey. Und ich habe Bierchen in der Hand und trinke. Sehr gut. Das gefällt mir. Mach ich jetzt auch öfter. Ja, das kann ich gleich am Anfang noch sagen, nee, bei Alkohol weiß ich dann immer sofort, wie das männliche Gehirn funktioniert. Ne? Und wie es einen selbst ausdrückt. Ich habe letzte Woche einen Geburtstag gefeiert von einer Freundin und ich habe in folgender Reihenfolge getrunken. Es gab Bier, Champagner und Rotwein. Moment, und vegane Torte. Und am nächsten Tag bin ich wach geworden mit einem Mordschädel und mein erster Gedanke war wirklich, oh, die scheiß vegane Torte. Völlig falsch abgebogen. Schön. Also als Berliner freue ich mich immer, nach Köln zu kommen. Hier ist immer sehr entspannt bei euch. Ich meine, ein paar Sachen sind auch seltsam. Es gibt hier so Ecken, ne? Da gibt es Mülltonnen, die sind abschließbar. In Berlin heißt das Wohnung. Aber es ist schon sehr schön hier. So, ne? Und ich finde ja, wenn man so trinkt, ihr macht es ja auch gerade so, man wird dann meistens sehr kreativ. Glaubt man. Ne? Das ist Teil des Problems. Bei Alkohol glaubt man, dass man wahnsinnig kreativ wird. Das ist wirklich. Ich war letztens so betrunken auf dem Weg nach Hause, habe ich ein komplettes Gesellschaftsspiel erfunden. Und das war kein weiter Weg, Freunde. Und das Spiel heißt Zigarre oder Kackwurst.
Zigarre oder Kackwurst? Verloren. So, das spielt das ruhig mal mit Freunden, wenn die betrunken sind. Einer muss ja nüchtern bleiben. Das ist sehr schön. Ey, das wird als Berliner wirklich, ich habe lange Sorge gehabt, ne, dass diese Pandemie, dass es nicht wieder normal wird, ne? Berlin, dass es nicht wieder Berlin normal wird. Aber jetzt sind so ein paar Sachen in Berlin passiert, da weiß ich, wir sind wieder, genau. Wir sind wieder auf Level. Das ist wirklich, wir sind wieder auf Level, muss ich sagen. Ich habe letztens in der U8 gesessen, ne? Da kommt so ein Typ die Treppen runter, vor seiner Nase gehen die Türen zu. Normaler Mensch setzt sich hin, wartet auf den nächsten Zug. Nicht der Berliner. Der stellt sich so vor die Tür und fängt an zu schreien. Ich hab gesagt, mach die Tür auf! Und er hört auch nicht auf. Ich hab gesagt, mach die Tür auf! Und der guckte mir dabei in die Augen. Ich hatte instant das Gefühl, wir sind verheiratet oder sowas, weißt du? Ich hab gesagt, mach die Tür auf! Und dann passiert auch das, was nur in Berlin passiert. Es geht tatsächlich die Tür auf. Dann kommt der rein, ich sag zu dem Kollegen, du weißt aber schon, dass die nächste Bahn in 3 Minuten kommt. Und dann sagt er einen Satz, den Berliner gerne sagen, ich weiß, aber es geht ums Prinzip. So, das ist so geil, ey. Und ich habe so Sorge gehabt, dass es nicht wieder normal Berlin wird, ne? Und richtig sicher war ich, dass es wieder Berlin wird, so wie es vor der Pandemie war. Da ist was passiert, da wusste ich, okay, wir sind wieder auf Level. Da hat der Straßenbahnfahrer am Alexanderplatz in Berlin den Taxifahrer am Alexanderplatz, der seine Haltestelle blockiert hat, einfach weggerammt. Der hat den einfach, ihr könnt es nachgoogeln, der hat den einfach weggeschoben mit der Straßenbahn. Das ist Wahnsinn. Der hat vorher geklingelt und hat Durchsage gemacht. Der hat wahrscheinlich so gesehen, nächste Halt Endstation Charité, Kollege. So, weißt du, wie so. Und sind tatsächlich beide ins Krankenhaus gekommen. Taxifahrer mit leichten Prellungen, Straßenbahnfahrer mit einem schweren Lachanfall. Und beiden wurde psychologische Betreuung angeboten. Auch gut, beiden. Der Taxifahrer hat abgelehnt, der hat gesagt, ich fahr Taxi. Wenn ich sprechen muss, lasse ich die Türen zu. So. Und der Straßenbahnfahrer hat gesagt, er möchte den Psychologen sprechen. Und bei dem Gespräch, Freunde, da wäre ich gerne Therapeut gewesen. Also wäre ich einfach gerne dabei gewesen. Ne? Wenn so der Therapeut zu ihm sagt, was haben Sie sich dabei gedacht, mit der Straßenbahn das Taxi zu rammen? Das ist doch gefährlich. Und der Straßenbahnfahrer nur so. Das hat sich so gut angefühlt. Seit 15 Jahren fahre ich Straßenbahn. Seit 15 Jahren überlege ich. Machst du das? Oder machst du das nicht? Jetzt habe ich sie gemacht. Das hat sich so gut angefühlt. Und ich weiß, das ist gefährlich. Aber es geht ums Prinzip. So, das ist die Stadt, ey. So, ja, klatscht ruhig, das ist okay. Wenn ihr das machen wollt, macht das so. Ist okay. Und das ist so diese Aggression, die man so hat. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich auch, weil wir dann diese Pandemie durch haben und so weiter, sind wir auch alle viel, viel leichter reizbar. So, ich habe das bei mir auch festgestellt. Ich zum Beispiel auch. Ich bin viel, viel aggressiver als früher. Ja, ich bin jetzt vor 3 Wochen zum Beispiel komplett ausgetickt. Zu Hause, beim Frühstück. Allein. Das fing ja noch entspannt an. Ein Brötchen aufschneiden, top. Butter drauf. Muss schon wieder atmen. Weil dann war das Brötchen da und die Butter. Und dann wollte ich Honig. Ich wollte einfach nur Honig. Und dann war bei der flotten Bene die Honigpuperze. Die war komplett verklebt. Und ich wusste es bis dahin nicht, aber ich spürte es. Ich hasse es, wenn bei der flotten Biene die Honigpuperze komplett verklebt ist. Wo du eh so da sitzt und denkst, wer hat sich das ausgedacht? Was war das für ein Meeting bei Langnese? Wo einer reingekommen ist und gesagt hat, hey, Honig im Glas. Wir machen was Neues. Wir designen so kleine Gummiarschlöcher, wo sich die Leute den Honig erst durchdrücken müssen, bevor sie glücklich werden. Ja, das ist geil. Da können wir den Honig auch gleich viel, viel teurer verkaufen, weil so kleine Gummiarschlöcher designen, das ist ja aufwendig. Und dann sitzt du da, ne? Und vom Gefühl her muss der Himalaya durch einen Gartenschlauch.
Und du hast das Brötchen, die Butter, du willst den Honig. Und da wirst du wütend. Du wirst wütend. Und du musst ja irgendwo hin mit deiner Wut. Und Kinder schlagen ist verboten. Also was machst du? Wie alle Wütenden gehst du ins Internet. So, und dann habe ich geschrieben auf Twitter, die flotte Biene nimmt mir die Fressefreiheit, fett zu werden. So, dann ging's mir besser, bis ich die Kommentare gelesen habe. Sofort so ein Klugscheißer drunter geschrieben, aber Ingmar, flotte Biene, Langnese? Weißt du denn nicht, wer dahinter steckt? Nein, weiß ich nicht. Und wenn ich wüsste, wer dahinter steckt, dann würde ich die Honigpuperze nehmen und seine Puperze verkleben. Einfach fürs Gefühl. Alter, weißt du denn nicht, wer dahinter steckt? Ist das schon wieder eine Verschwörungstheorie, die ich verpasst habe, oder was? Also bitte, Nightwatch, wenn ich bei YouTube flotte Biene eingebe, kommen da 200 Videos, die mir beweisen, dass die flotte Biene eine Verschwörung des Merkel-Regimes ist, um mich in den Wahnsinn zu treiben, oder was? Da musst du ja aufpassen. Wir waren ja alle am Limit. Wenn du da nicht aufpasst, da stehst du 3 Wochen später vorm Reichstag im Bienenkostüm. Dann musst du vorsichtig sein. Musst du wirklich aufpassen. Das ist ja alles so anstrengend. Jetzt war ich doch wieder sehr aggressiv. Es tut mir leid. Ich wollte ja nicht aggressiv sein, aber manchmal braucht man das ja auch. Manchmal braucht man diese Aggression, oder? Manchmal ist es, das ist ein Tipp von mir zum Schluss für euch, wenn ihr mal Aggression braucht, ne? Wenn ihr merkt, ah, es ist nicht da, aber ich brauch's. Einfacher Tipp, einfach auf Google gehen und dann Karl Lauterbach eingeben. Und dann auf Bildersuche. Karl Lauterbach sieht auf jedem dritten Foto so aus, als hätte er seine Mutter im Keller zerhackt. Ne? Ist wirklich, er sieht so aus. Hat er natürlich nicht. Hat er gar keine Mutter. Der ist ja geschlüpft, oder? Also bitte, wenn Olaf Scholz ein Ei legen würde, das ist Karl Lauterbach. Gute Nacht. Ingmar Stadelmann! Mensch, danke Ingmar. Dank dir können wir jetzt nie wieder flotte Biene essen. Schön. Ich finde es übrigens toll, dass ihr konsequent diese Brillen anlasst. Ihr könnt die auch abnehmen übrigens, dürft ihr, ne, wenn ihr wollt. Aber macht, wie ihr wollt. Aber passend zur Brille, ich habe mal eine Frage hier. Ist im Moment jemand frisch verliebt von euch? Nee, gut. In Köln. In Köln ist die Stimmung oben. Aber good for you kann ich nur sagen, weil ich persönlich bin ziemlich froh, dass ich nicht mehr frisch verliebt bin, dass ich jetzt in so einer stabilen Beziehung bin, wo wir uns gegenseitig Vorwürfe machen und nicht nur die ganze Zeit denken, nee, du bist einfach nur perfekt. Sondern zu merken, nee, du bist nicht perfekt, aber gut, jetzt hängen wir hier drin. Also ich finde wirklich, es gibt wenig Sachen, die einen so unsouverän machen, wie frisch verliebt zu sein. Ne? Du denkst, du bist so eine souveräne, gestandene Frau, dann kriegst du von deinem neuen Freund auf einmal so eine SMS und guckst ungefähr so. Oh, unangenehm. Und ich frage mich wirklich, hört das jemals auf, dass man sich verhält wie ein fucking Idiot, wenn man verliebt ist? Wie ist es denn später mit 80 im Altenheim? Sitzt du da immer noch neben deiner Sitznachbarin und sagst zu der, Hilde, hör mal Hilde, der Hubert, hat er mich gerade angezwinkert? Oder hat er einen Schlaganfall? Hilde, guck weg! Und dann vermisst man sich immer so, ne? Vermissen ist das Schlimmste, wenn man verliebt ist. Als mein Freund und ich frisch zusammen waren, musste der eine Woche weg. Und ich dachte mir so, Luisa, komm, du bist eine erwachsene Frau, sag jetzt sowas wie, hey, das ist doch gar kein Problem, wir sehen uns in der Woche wieder und dann, ja, mache ich was Leckeres zu essen. Aber es gab so eine Stimme in mir, die irgendwie sowas gesagt hat wie, ich will nicht, dass du gehst. Und dann habe ich was gemacht in meinem Vermissensflash, was man nicht machen sollte. Und zwar habe ich Frauenmagazine gelesen. Die Brigitte. Kennt ihr alle, ne? Das Frauenmagazin für angekommene Milfs. Und da stand ernsthaft drin, man muss sich auch mal vermissen. Es tut auch mal gut, wenn man den Partner vermisst. Und da habe ich nur gedacht, Brigitte, du Bitch, halt dein Maul. Keine Ahnung, in welcher Welt Brigitte lebt, ja? Aber ich für meinen Teil lag ja noch nie am Pool mit einem Cocktail in der Hand und hab mir gedacht, ja Mensch da, wenn ich jetzt noch jemanden vermissen würde, das wäre ein runder Moment. Nee. Aber vermissen ist ja auch ein bisschen türkisches Gefühl, ne? Manchmal denkt man, man will was, dann hat man's und auf einmal merkt man so, ups, verfühlt. Leute, habt ihr Bock auf den nächsten Comedian?
Habt ihr Bock auf den Ex-Comedian? Er kommt aus Köln, er ist großartig. Bitte rastet aus, hier ist für euch Falk Schuh. Vielen, vielen Dank. Danke, Köln. Heimspiel, geil. Geht's euch gut? Vorsätze noch eingehalten? Fortsätze schon gebrochen? Nee? Habt ihr überhaupt Vorsätze so? Du gar nicht. Ist halt alles scheißegal. Ich habe mir so dieses Jahr einen Vorsatz so genommen, oder gesagt, einen Vorsatz, ich gehe vor jedem Auftritt duschen. Das war so ein Ding, dass ich gedacht habe, dieses Jahr mal richtig clean auf die Bühne. Und mein Kollege hat hier eine Wohnung in Zollstock und da war ich dann heute duschen. Das Krasse, was mich überrascht hat, der hat so eine richtige Dusche mit so Glasscheiben. Also diese richtigen, ich habe zu Hause einen Duschvorhang. Ist auch nett, aber so Glasscheiben, das muss schon reich sein. Hat das jemand von euch? Eine reiche Frau, sehr gut. Weil das Ding ist, ey, ohne Scheiß, ich fand das so krass. Mein Kumpel sagte so, hier ist noch der Wischer, hier ist noch der Lappen, muss danach noch abziehen. Was ist das denn für eine Nummer? Bist du gerade frisch geduscht und dann kannst du die Scheibe abziehen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand das erstmal geil. Ne? Ist ja super geil, wenn du so anfängst, du denkst ja erstmal so nackt, du bist so wie so ein Profi, weißt du, so denkst du mit einem Wisch, so in einem Zug. Hab's dann erstmal verkackt, hab die Scheibe noch ein bisschen nass gemacht, hab's danach nochmal gemacht. Ist schon ein geiles Gefühl, mit dem Lappen nochmal abziehen. Das Problem ist so, ab der Hälfte hast du keinen Bock mehr. Es ist super anstrengend. Wer erfindet das? Ohne Scheiß, ab der Hälfte, du bist so dran, denkst du, so, Alter, was ist das hier? Was mache ich? Ich war doch gerade duschen, ich schwitze schon wieder. Das ist so richtig krass einfach. Und dann gehst du so weiter runter, denkst so, boah, das Gefühl an den Hoden kannte ich noch nie. Ey, ohne Scheiß, wenn du so richtig so kalt auf einmal merkst, so, der Hoden ist gerade richtig auf dem Boden und denkst so, ah, der Kumpel hat aber auch lange nicht mehr sauber gemacht, so, weißt du? Wo so ein richtiger Fropf am Hoden dran ist, wo du denkst, Alter, was ist das denn hier für eine Nummer? Da habe ich so gedacht, das müssen richtig böse Menschen müssen das da auch machen. So ein Putin muss das da auch machen, oder? Der muss da auch irgendwann denken, bläht, so, weißt du? Ey, es war wirklich heute so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, ey, das ist wirklich, ich finde auch dieses Jahr so gestartet mit einem Moment, wo ich gedacht habe, man muss auch mal das Leben so ein bisschen reflektieren. Ich weiß nicht, sind viele Vergebene hier? Wer ist als Vergeben mal gerade klatschen? Wow! Wer ist alles Single? Wow! Dann für euch drei eine kleine Fantasiereise. Für alle anderen, ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kennt ihr das, wenn du so nicht mit dem Partner feiern gehst, du lötest hier richtig einen rein, der Partner ist aber zu Hause. Geilsten Nächte, oder? Du kannst dir richtig einen reinklemmen und denkst, boah, das ist ein richtig geiler Abend. So. Und dann kommst du nach Hause, kommst du halb aus dem Uber raus, so in die Wohnung und hast so ein leicht schlechtes Gewissen. Und du stehst in so im Schlafzimmer so an der Lehne, kannst dich gerade noch so halten und guckst zu deinem Schatz und hast so ein richtig schlechtes Gewissen. Denkst, Alter, bin ich eine Drecksau, echt. Aber dann kommt so der zweite Gedanke, denkst so, ja, so ein bisschen Bock habe ich jetzt schon. Ey, wisst ihr, was ich meine? Wenn du denkst auf einmal so, boah, jetzt habe ich aber so richtig Bock, ne? Und dann gehst du so ins Bett und denkst so, wie kannst du das so machen? Und denkst dann, überlegst du so, ach Schatz, schade, dass du nicht dabei warst. Du hast voll gefehlt. Mit dir wäre es viel besser gewesen. Ne? Aber das Einzige, was rauskommt, ist so. So der halbe Döner vom Heimweg fällt nur aus dem Mund raus, weißt du so. Ja klar, dass der Partner sagt, so verpiss dich, Alter. Bist du bescheuert oder was? Und zack, bist du nüchtern. Weißt du, denkst so. Und dann ist mir ein Satz rausgerutscht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder mal gesagt habt oder gehört habt. Ich habe dann original gesagt, ach komm Schatz, du musst auch nichts machen. Ey, was ist das denn für ein Satz? Ich habe mich selber geschämt. Hat denn schon mal jemand gesagt? Einer! Du bist auch so einer. Ey, hat da jemand schon jemand ja gesagt? So, ach so? Na gut. Na dann. Ey, ich habe das noch nie erlebt. Aber das sind so Schlüsselmomente, das ist Wahnsinn. Ich hatte auch letztens im Hotel so einen Schlüsselmoment. Ich weiß nicht, wenn ihr, also als Comedian bist du ja öfters unterwegs, auch alleine unterwegs, und wenn du dann so ein Hotel eincheckst und du kriegst so einen kleinen Schlüssel mit so einem riesen Anhänger dran aus Metall, sieht so ein bisschen aus wie ein Sexspielzeug. So einen Schlüssel kriegst du. Und wenn du den an der Rezeption kriegst, weißt du original, hier gibt es keinen WLAN. Und ich schwör's euch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich als Künstler, wenn ich einsam einschlafe, ist das halt schon schlimm, weil bei mir kommt erst das Handmännchen und dann das Sandmännchen. Ist jetzt nicht so ein Hammer-Gag, aber der Satz bleibt im Kopf und den werdet ihr jetzt öfter sagen. So, weißt du? Es ist so. Ey, was machst du heute noch? Gleich kommt erstmal das Sandmännchen, dann das Sandmännchen. Geiles Ding, ohne Scheiß. Ich hatte letztens noch so einen Schlüsselmoment und zwar, wart ihr mal an der Tankstelle auf Toilette? Alter, ich war. Ey, jetzt ist aber mal ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich zueinander. Du fährst nicht an der Tankstelle, tankst und denkst so, ach, wenn ich schon mal hier bin, dann gehe ich da auf Klo. Wenn du an der Tankstelle auf Toilette musst, dann hast du ein Problem. In dem Moment, Leute, ich hatte richtig Kaltschweiß auf der Stirn. Ich bin von der Autobahn abgefahren. Ich habe gedacht, Alter, ich hatte so richtig Gänsehaut. Es war richtig schlimm, dass ich noch lenken konnte. Nur noch auf einem Auge so gesehen, weißt du so. Und fahr so auf die Tankstelle auf und wusste so, ein Teil von mir bleibt hier.
Ey, ohne Scheiß, dieser Moment, das ist richtig schlimm. Und dann ist es ja so, wenn du in die Tankstelle reingehst, normal ist nie was los. Wenn du scheißen musst, ist das Ding rappelvoll. Eine Riesenschlange. Ich stand so in der Schlange und denkst so, ey, wie machst du das jetzt? Du willst ja nicht auffallen oder so. Und dann stand ich vorne, wolltest ein bisschen cool sein und sagst so, so die Schweißtropfen aus dem Gesicht, so einmal die drei, das Bum-Bum-Eis und den Schlüssel fürs Klo. Und die Kassiererin in dem Fall so, ich hab sie gerade nicht verstanden. Den Schlüssel fürs Klo. Sorry, immer noch nicht. Ich muss scheißen. Die ganze Reihe hinter mir so. Die Kassiererin so einen Bauhelm angezogen. Die Warnleuchte ging an. Und dann gibt die mir so einen kleinen Schlüssel mit so einem riesen Holzbalken. Alter, was ist das denn? Soll ich irgendwas bauen oder was? Ein Holzbalken. Letztes war es ein Kanister. Alter, was? Warum ein Kanister? Ist das jemand schon mal passiert? Du bist losgefahren und so. Ach, der Kanister. Einmal haben die es richtig übertrieben. Die haben mir ein Komplettrad gegeben. Felge mit Reifen. Alter, bin ich Obelix. Und dann ist das Ding ja die Toilette in der Tankstelle. Die ist ja nicht in der Tankstelle, die ist ja um die Tankstelle. Dann gehe ich mit diesem Reifen, diesem Walk of Shame, hier läuft immer noch der Kaltschweiß runter, weißt du? Gehe diesen Walk of Shame und dann die Leute an der Zapfsäule. Das ist Wahnsinn. Eben noch auf der Autobahn haben sie sich abgedrängt, auf einmal unterhalten die sich. Boah, krass, der geht scheißen. Selbst der, der passend zahlt, ist total... Alter, der geht echt scheißen hier. Und ich schleppe mich so mit letzter Not so in die Toilette, dreht die Tür auf und der erste Gedanke ist, Alter, ist das ein Tatort? Ich so, Scheiße, was ist denn da los? Mach die Tür zu, bin auf einmal total beruhigt, weil die machen hier sauber. Da war richtig schön dieser Zettel an der Tür, ne? Wo die sauber machen, hab ich gedacht, boah, jetzt geht's mir gut. Ohne Scheiß, jetzt geht's mir gut. Guck aufs Datum, 98. Aber Leute, ihr wisst, was wir dann machen. Ich glaube, das ist ein typisch deutsches Ding. Wir legen dann aus. Schön Klopapier auf die Klobrille. Weil dann sind wir sicher. Dann sind wir safe. Weil zwischen unserem Arsch und der Klobrille ist einfach Klopapier. Wir sind sicher. Es gibt so ein tolles Gefühl. Aber liebe Damen, eins kennt ihr nicht, die Herren schon, wenn der Aal so einen Beckenrand berührt. Und mit dem Bild lasse ich euch alleine. Das war meine Zeit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Falschschuh! Leute, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Comedian. Er ist ein Newcomer und heute hat er auch eine Premiere, genauso wie wir, denn er ist das erste Mal hier im Waschsalon. Rastet richtig aus. Aus Jena für euch, hier ist für euch Friedrich Herrmann! Hi, schön, dass wir fast hingefallen hier. Wow. Hi, ich grüße euch. Ihr seht gut aus. Oh, darf ich fragen, wie du heißt? Isa. Also ich weiß, oberflächliche Komplimente sind immer so ein bisschen schwierig, aber der Typ neben dir ist mega hot. Da kannst du mal kurz aufstehen? Also schaut ihn euch mal an. Wow, also es ist einfach... Wow. Mega gut, wie heißt du? Khan. Das ist ja mal ein Bossname. Du bist einfach Khan? Geil. Die Brille macht es dann wieder so ein bisschen, aber es ist deswegen, glaube ich, noch ein bisschen süßer. Okay, ja. Ich hab letztens eine richtig schwierige Frage für mich selber beantworten müssen. Die hat mir mein Dankbarkeitstagebuch gestellt. Das schreibe ich seit diesem Jahr immer so jeden Tag. Und da stand die Frage so, worauf bist du stolz? Und da habe ich so ein bisschen überlegt und mir ist nicht so richtig was eingefallen. Eigentlich nur, ich bin richtig stolz darauf, dass ich mit meiner rechten Augenbraue das hier machen kann. Das finde ich richtig gut. Das ist in jeder Lebenssituation, das ist immer die perfekte Antwort. So, hey, magst du mir Samstag beim Umzug helfen? Wo geht's hin in den Urlaub? Nach Thailand. Wir probieren es mal mit einer offenen Ehe demnächst. Ja, es ist gut, man muss gar nichts sagen. Die Leute kommen so maximal ins Zweifeln. Das genieße ich so richtig. Was ist dein Job? Ich laufe im Dino-Kostüm bei Nightwatch vorbei. Okay, alles klar. Mir ist letztens was richtig Seltsames aufgefallen, das ich gerne mit euch teilen würde. Und zwar, dass Lächeln ein Geräusch macht. Es muss ein bisschen ruhig sein, damit ihr es alle hört, aber ich kann es mal kurz vormachen. Das klingt ein bisschen wie so ein Küchenboden, oder? Wenn so ein klebriger Küchenboden am nächsten Tag, so, musst du die Party wischen, so... Oder wie so eine Wattwanderung.
Ja. Mir ist das zusammen mit meiner Freundin aufgefallen. Wir lagen so im Bett und haben uns so verliebt angelächelt. Und dann auf beiden waren beide so, das ist ja widerlich. Es ist tatsächlich noch ein bisschen eindrücklicher, wenn es ganz viele Leute gleichzeitig machen. Ich zähle uns mal ein, ja? Okay. Leute, glaubt mir, das könnt ihr nie wieder nicht hören. Wir waren danach auch beide so ein bisschen nervös zu blinzeln. Wir waren dann beide so, fuck, nicht, dass das auch ein Geräusch macht. So wie so bei der Sendung mit der Maus, so. Ich mag meine Freunde richtig gerne. Wir kuscheln ganz viel und ich kuschel immer ganz gerne vorne. Also das, was man so nennt, das kleine Löffelchen. Aber sie ist halt auch deutlich kleiner als ich. Deswegen sage ich nicht so gern kleines Löffelchen zu mir. Ich sage gerne, sie ist mein Rucksack. Ich habe das letztens auch als Kosename vorgeschlagen. Das fand sie nicht so lustig. Sie hat so reagiert so. Sie kann das nicht mit der einen Augenbraue nur. Sie kann nur beide Augenbrauen. Und das ist nicht so beeindruckend. Also heißt sie jetzt mein Rucksack. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen süß. Ja? Ich kann aber auch anders. Ich hatte tatsächlich mal schmutzigen Sex mit ihr, also ich würde sagen, zumindest so was Ähnliches. Wir haben uns geküsst, so fängt es ja meistens an, was übrigens kein Geräusch macht. Also achtet mal drauf, wenn ihr küsst, die Lippen an sich sind stumm, aber aus irgendeinem Grund machen beide im Zurückziehen immer so ein Schmatz, als wärst du gerade im Restaurant gewesen, so delikat. Keine Ahnung, warum wir das machen. Auf jeden Fall, wir haben uns geküsst und in ihren Augen ist dann so dieser Schalter umgelegt, so dieses... Wir schlafen jetzt miteinander und ich war sehr nervös und wir haben uns ausgezogen und weiter geküsst und den Hals entlang und den Bauch runter und wir waren schon beide komplett nackt und sie näherte sich so langsam Area 51 und dann hat sie sich so aus dem Nichts einfach meinen Penis genommen und meinte so, herzlich willkommen zum Sex mit deiner Freundin. Und das fand ich so lustig, dass ich sie so ein kleines bisschen bepisst habe vor Lachen. Das war... Das war mein schmutziger Sex. Das Thema Neujahrsvorsätze kam heute schon mehrfach. Ich hab auch zwei. Der erste ist weniger am Handy sein und der zweite TikTok installieren. Ich sag mal so, der eine von beiden geht bisher ganz gut. Ist ein bisschen so wie auf einer Party sein. Ja, ich will weniger trinken, also kein Bier für dich. Nee. Aber wie wär's mit Heroin? Alles klar, schieß rein. Ich habe keine Ahnung, warum TikTok legal ist. Es ist einfach viel zu krass. So, der Grund, warum ich so ein bisschen weg will vom Handy, ist einfach so dieses... Es ist so smart mittlerweile. Ich habe das Gefühl, das Handy ist smarter als ich selber. So, ich hatte das letztens in der Hand und war auf Google Maps. Und es gibt ja diese schöne Funktion, dass man so die Richtung angezeigt bekommt mit diesem blauen Punkt. Ne? Man sieht dabei immer so ein bisschen aus wie so ein GIF, wenn man das macht. Mit so ein richtiger Boomerang auf der Straße einfach. Auf jeden Fall, ich hab so die Richtung gesucht und auf irgendeinem Grund hat sich das so im Kreis gedreht. Und da dachte ich mir so, ja fuck, was ist da los? Und dann hab's einfach mal geschüttelt. Ja. Und das sollte absolut nichts bringen, aber Google sendet dir dann so ein Menü, brauchst du Hilfe? So, also Google kalkuliert mittlerweile ein, dass ich dumm bin. Google denkt sich so, ah ja, mich bedient wieder ein richtiger Vollidiot. Richtiges Opfer einfach, brauchst du Hilfe? Also natürlich brauchte ich Hilfe, ich weiß auch nicht, wo Süden ist. So. Diese Fähigkeit habe ich lange an dieses Ding abgegeben. Wo ich mich auch zurzeit so richtig dumm fühle, ist so, wenn ich so KIs benutze, die so Texte schreiben können. Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch so ein bisschen mit ChatGPT experimentiert? Also es ist wirklich ein Computer, der kann dir Texte schreiben. Ich dachte so, ich stehe auch auf der Bühne, ich schreibe ja auch Texte. Vielleicht kann er das ja besser als ich. Also habe ich einfach mal gesagt, okay, schreibe mir mal eine Stand-Up-Routine über einen Typen, der Friedrich heißt und aus Jena kommt. Und das hat einfach der Roboter geschrieben. Das ist jetzt kein Joke. Jena? Was für eine Müllhalde. Die Stadt ist wie ein Altenheim für überholte Ideen und vergessene Träume. Ernsthaft, Friedrich und Jena, sie sind die ultimative Verkörperung von Mittelmäßigkeit. Wow. Sie sind wie ein Sandwichkind, immer überschattet von den coolen Städten wie Hamburg oder Köln. Es ist traurig, weil es wahr ist. Friedrich und Jena, sie haben aber einander und können sich vielleicht, nur vielleicht trösten in ihrer geteilten, aber vollkommenen Bedeutungslosigkeit. Ich glaube, das realistischste Zukunftsszenario, was wir derzeit haben, ist einfach so Terminator. Aber sie kommen nicht aus der Zukunft, um uns irgendwie zu töten oder so, sondern einfach nur, um uns hart auszulachen.
Und ich glaube, sie werden die Roboter auf jeden Fall mit einer besseren Mimik auch bauen als Arnold Schwarzenegger. Ja, also sie werden auf jeden Fall, die werden auf jeden Fall das hier können, um uns einfach richtig fertig zu machen. Ich finde auch, wenn man so viel am Handy ist, man vergisst so ein bisschen so seine Hoffnung und seine Träume. Den ganzen Tag hängt man nur so von diesem Ding. Und also ich persönlich habe einen ziemlich großen Traum tatsächlich. Ich hätte richtig gern eines Tages irgendwann mal einen Bart. Ja. Derzeit, wenn ich mich nicht rasiere, sieht es immer so ein bisschen aus, als hätte ich mich nicht gewaschen. Ein Kumpel, ja, mit deinem Bart, Kahn, kam letztens zu mir an und meinte so, na, du hast da was. So richtig langsam über die Oberlippe gestrichen hast und so, ah, fuck. Reib's nochmal so richtig in die Seele, ja. Es ist so, ich fühle mich deswegen nicht so richtig als Mann, verstehst du? Es ist halt so ein bisschen, ich gehe mal ins Internet und dann heißt es irgendwie so, um ein echter Mann zu sein, brauchst du einen Bart und Muskeln und Kryptowährungen und einen Sportwagen und $1 Million und eine Stimme wie diese. Und ich denke mir immer so, ah, fuck, nur 5 von 6, das, das muss besser werden. Danke, ihr Lieben, das war meine Zeit. Großer Applaus bitte nochmal für das neue Moderationsteam. Ben und Luisa. Friedrich Herrmann. Woo. Kabel. So, Leute. Wir machen jetzt hier eine kleine Aktion. Deswegen habe ich das Handy in der Hand. Wir machen nämlich gleich ein Foto. Zieht mal schön alle, die Brillen gekriegt haben, zieht mal schön die Brillen wieder auf. Das wäre mega. Denn ihr könnt Karten gewinnen für Nightwash in einer Stadt eurer Wahl. Wir sind nämlich mit Nightwash auch auf Tour. Woo! Ja. Auch einen lieben Gruß an den Livestream. Ne? Wir werden dieses Foto, was wir gleich machen, auf dem Insta-Kanal von Nightwash hochladen und da könnt ihr kommentieren und zwar eure schlimmsten Geschenke. Es war ja gerade Weihnachten. Ja. Wer hat was Schlimmes bekommen? Guck mal, er so. Mensch, guck mal. Geil, was hast du bekommen? Ich wollte gerade sagen, die Schuhe, aber die sind anscheinend nicht. Die hast du selber. Na, toll, mega. Kochlöffel, aber von wem denn? Kochlöffel. Schwiegermutter. Oh. Das sind so, ganz ehrlich, wir haben schon viele Kommentare gesammelt, als wir auf Tour waren. Ja, und ja, irgendwie kommen die schlimmsten Geschenke immer von den Schwiegermüttern. Ja. Von den Schwiegervätern irgendwie nicht. Wir hatten mal so ein Buch, das wurde verschenkt von den Schwiegereltern. Nee, nicht von den Schwiegereltern, von den Eltern, wo drauf stand, how to opt with being adopted. Das fand ich... Ja, also da waren schon tolle Sachen dabei. In München zum Beispiel hat eine bei den schlimmsten Geschenken geschrieben, das Auto in der falschen Farbe. Oh, es war, was auch schon dabei war, ein toter Hamster. Okay, meine Lieblingsantwort kam aus Mülheim, wo du merkst, so, das ist Ruhrgebiet, ein bisschen asozial. Da hat wirklich einer geschrieben, Rollstuhl, aber ich kann laufen. Was ist los mit den Leuten, Alter? Was ist los? Also das gilt es zu überbieten, auch für den Livestream, falls ihr... Genau. Noch könnt ihr gleich kommentieren, wir machen gleich das Foto. Hast du mal was Schlimmes geschenkt bekommen? Meine Mutter guckt zu Hause zu, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ah doch, jetzt aber. Ja. Meine Mutter... Hallo Mama von Ben. Hallo. Die wird mich erstmal anmeckern, was ich hier für ein scheiß Hemd trage. Naja, also, nein, meine Mutter war Schulsozialarbeiterin an meiner Schule, Gesamtschule. Woo! Und das Geile ist, ich konnte halt immer zu ihr hingehen, 2 Euro für ein Schnitzelbrötchen, war mega, aber der Nachteil war, sie war mit meiner Klassenlehrerin befreundet. Das will man nicht. Ja, und ohne Scheiß, also mein Geburtstag stand an und das Klassentreffen auch und meine Mutter und meine Klassenlehrerin dachten sich, es wäre eine super Idee, dieses Event zu verbinden bei mir zu Hause. Und dann ist mir auch, man vergisst das ja manchmal. Vielleicht habt ihr es auch schon mal vergessen, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe so vergessen, man hat ja nicht nur Freunde in der Klasse. Man hat ja auch Leute, die einfach da sind. Und dann gab es wirklich einen, ohne Scheiß, der hat mir eine angebrochene Head-and-Shoulder-Shampoo-Flasche geschenkt. Unverpackt. Da sag ich auch so, wie ist er vor allem drauf gekommen? Also wie denkt man sich so, wahrscheinlich, ich glaube, er hatte Stress, war so unter der Dusche, dachte sich, fuck, ich habe noch kein Geschenk, ich habe noch... Perfekt. Ja, Mann, nur Assis in der Klasse. Also, hier kann jemand Kochlöffel überbieten? Ich denke ja, oder? Wir werden es ja gleich sehen. Super, niemand. Wir machen Köln jetzt mal richtig gut. Warte, ich überlege gerade so. Dass ihr müsst richtig lächeln. Am besten, oh Gott, wie seid ihr? Du lebst noch, sehr gut, du bist noch schön. Nee, ich gebe euch Updates, ihr seht das ja nicht. Ich versuche so weit wegzuhalten, wie es geht. Leute, rast und regt ihr aus. Woo!
Sehr schön. Wow. Dieses Foto ist gleich auf dem Insta-Kanal von Nightwash und da könnt ihr dann, wir merken schon, ihr wollt es hier nicht öffentlich sagen, wir sind gespannt, was gleich drunter steht. Kann einfach kommentieren. So, und ich darf die letzte Comedian des heutigen Abends ansagen. Ja. Du musst an eine Klampfe, ja. damit du sie begleiten kannst. Und zwar ist es wirklich, es ist mir eine große Ehre, dass sie heute hier bei der Premiere da ist, denn die nächste Comedian, Leute, ist meine Podcast-Partnerin. Könnt ihr mal bitte ausrasten? Das ist meine Podcast-Partnerin. Danke. Da will ich natürlich gerne wissen. Sind hier heute Leute, die 1AB-Ware hören? Einmal klatschen. 4. Juhu. Unser Podcast heißt 1AB-Ware, kommt jeden Montag raus. Und ja, seitdem ich mit ihr den Podcast mache, bin ich in Therapie. Nein, es gibt niemanden, der es geschafft hat, mich zu heilen und zu verstören im selben Moment. Sie ist großartig, sie ist eine großartige Impro-Comedian. Bitte rastet aus, hier ist für euch Sandra Sprünke! Geil! Scheiße, danke. Danke, mein Lauf. Ach, schön. Ja, ich habe echt mega lang gewartet, dass ich hier bei Nightwash dabei sein darf. Ich hatte da total Bock drauf. Vorher hätte ich mich immer hochschlafen müssen, jetzt macht es meine Freundin. Also es geht auch, man muss einfach nur sehr, sehr lange warten. Und es ist toll, weil man steht ja hinten im Backstage, die ganze Zeit kommen Leute hinten reingelaufen und sagen, die sehen so bescheuert aus mit den Brillen und jetzt weiß ich, was die meinen. Das Gute ist, ihr habt ja noch so leicht rosane, da kann man durchgucken. Bist du Kahn, der eben schon mehrfach... Kahn, siehst du mich überhaupt? Okay, toll. Toll, dass ihr alle da seid. Wir kennen bis jetzt aus dem Publikum ja nur dich mit Namen. Wir wollen gleich aber, finde ich, auch mal alle kennenlernen. Deswegen ruft doch einfach mal auf drei euren Namen hier auf die Bühne. Ja? Einfach mal, jeder ruft einfach mal ganz überzeugt, wie er heißt oder von mir aus auch, wie er genannt werden möchte. Da bin ich ganz offen, ja? Also, auf drei einfach mal. 1, 2, 3. Einige wissen noch nicht so genau, manche haben die Frage überhaupt nicht verstanden, aber gut, wir sind ja auch in Köln. Wir haben es schon gehört, alle, die heute hier sind, ne, sind entweder aus dem Ruhrgebiet, aus Berlin, Jena hatten wir noch, Achse des Bösen. Ich bin auch aus dem Ruhrgebiet, beziehungsweise meine Wurzeln. Unsere Omas sind in der Nebenstraße aufgewachsen. Und wir haben das jetzt ja schon viel erklärt. Hier ist einfach so, ihr Kölner, ihr seid so nettes Völkchen. Ihr seid so herzlich und alles. Ne? Bei euch ist irgendwie... Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und dann helfen dir auch alle. Bei uns im Ruhrgebiet ist einfach nur, träume nicht dein Leben, sondern halt deine Fresse. Einfach, geh mir nicht auf den Sack. Aber deswegen ist es so schön, hier zu sein. Und ich bin mit der Bahn hinterher gekommen. Und neben mir standen so zwei sehr alte Damen, die haben sich unterhalten. Eine hieß Heide. Und Heide hat irgendwie gesagt, du, diesmal gebe ich auf der Tupper-Party nur 50 Euro aus. Und jetzt wollte ihre Freundin einen Satz sagen, der in jeder anderen Stadt als in Köln total normal gewesen wäre. Die hätte nämlich einfach nur gesagt, ja gut, das machst du nicht. Ich kenne dich, Heide. Aber hier brüllte diese Oma durch den Bus, ich kenne dich, Heide. Das war wirklich so. Und ich so, woher? Ach, sie auch? Okay, ja, nee, schön. Also von daher freue ich mich sehr, dass wir es jetzt hier in Köln machen, weil Luisa hat schon gesagt, Impro-Comedy heißt, ich mache das Ganze hier nicht alleine, den ganzen Quatsch. Ich mache den mit euch zusammen. Ja, sehe ich schon ganz viele verstörte Gesichter. Und das Tolle ist aber, dass wir erstmal so ein bisschen warm werden, würde ich sagen, noch mal kurz. Und ich finde, unser neues Moderationsduo, ihr habt uns heute alle schon so toll angesagt, ihr braucht eigentlich auch ein paar Namen. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Wie meinst du, sowas wie Cindy und Bert oder was? Hanni und Nanni? Joko und Klaas. Irgendwie so. Ja, Colgate Bieber und du hast ja schon gesagt, die hotte Cindy aus Marzahn. Brangelina hatte ja zum Beispiel sogar so einen Namen zusammen. Sowas. Also ich finde jetzt Luisa und Ben Louis, das klingt alles nicht geil. Ich habe was mitgebracht, da müsst ihr nur sagen, ob ihr das gut findet. Luisa heißt ja auch Charlotte und Ben und ich finde Scharbe ziemlich gut. Ist das gekauft, Köln? Super, toll. Dann haben wir unser süßes Team Scharbe dabei. Und weil die zwei so ein schönes Team sind, habt ihr vielleicht nochmal so, was gibt es so für berühmte Paare in der ja, Filmgeschichte, aber vielleicht auch TV, wen auch immer, wen kennt ihr so? Wer gehört so zusammen für euch? Bitte? Wendler und Laura. Hallo? Das ist hart, der Wendler und Laura. Ja, das, dann bin ich aber Laura an der Stelle. Einer ist deutlich zu alt und der andere ist dumm. Ja, das weiß ich jetzt nicht, was wir da machen sollen. Hier hat jemand dick und doof gerufen, aber das ignorieren wir. Es hat wirklich jemand, wer war es von euch da hinten?
jetzt will es keiner gewesen sein. Ja, jeder zeigt auf den anderen. Ich finde auch noch Frodo und Sam. Frodo und Sam weiß Gamgee. Der eine trägt Goldschmuck und der andere ist auch dabei. Was kennt ihr noch so für berühmte Paare? Ernie und Bert. Wenn ich mir die Kopfform angucke, haben die beide ein klassisches Ernie-Gesicht, ne? Das kommt nicht ganz hin, aber wundervoll. Wen noch so? Batman und Robin. Was? Ja gut, man will wirklich, also ich weiß nicht, wie Ben so fliegen soll. Das endet im nächsten Wolkenkratzer. Aber nee, Lisa passt ja dann auf. Freunde, ihr seid auf jeden Fall ein tolles Team. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und wir wollen euch jetzt ein Geschenk machen, alle zusammen. Nicht nur ich, sondern auch ihr. Und dafür hole ich jetzt gleich zwei Leute auf die Bühne, die mir hier assistieren dürfen. Wir werden eine Geschichte erzählen, die heißt, und ihr seid alle romantisch, ich weiß, du bist romantisch, Ben, eine Liebe im Waschsalon. Ja, ja. Und diese Geschichte werden wir euch quasi widmen, um hier nochmal wirklich Liebe in den Raum zu bringen. Dafür tragt ihr diese albernen Herzbrillen, Leute. Und eine Person, die kann ich schon namentlich auf die Bühne holen, das wissen wir schon, dass die zu uns kommt. Das ist der Kahn. Und ich würde aber auch dich bitten, einmal zu uns auf die Bühne kommen. Wie heißt du? Maya. Dann komm mal, Maya und Kahn, kommt mal zu mir hoch hier rum. Unser Techniker gibt euch ein Mikro. Kahn, super. Darf ich dich zu meiner Linken bitten? Maya, hol dir auch einmal bitte bei unserem Techniker ein Mikro ab. Toll. Guck mal. Ist das toll. Jetzt seht ihr die beiden auch mal und wisst, wie blöd die Brillen aussehen. Ne? Schön, dass ihr da seid. Wir werden jetzt diese Geschichte gemeinsam schreiben und ausfüllen. Und zwar sieht es so aus, ihr habt jetzt die Mikrofone, da muss ich euch bitten, immer die, ne, wenn ihr gleich etwas sagt, schön nah vors Gesicht zu halten. Und ihr macht immer, wenn ich auf euch zeige, ihr merkt das, ich spreche euch dann an, macht ihr zum Beispiel Geräusche oder ihr ergänzt einen Satz oder ihr sagt mir ein Wort, was ihr gerne in der Geschichte hören wollen würdet. Und ihr seid auch alle dabei, also immer wenn ich mich an euch quasi wende, das erkennt ihr auch, glaube ich, an der Geste ganz gut, dann wisst ihr, jetzt sind wir dran. Und dann schreiben wir jetzt gemeinsam hier eine romantische Geschichte für den Abend. Maya und Kahn, seid ihr auch bereit? Ja. Wundervoll. Dann kommt hier eine Liebe im Waschsalon. Es war ein wunderschöner Samstag im idyllischen und malerischen Stadtteil Köln. Kalk. Ja. Die Vögel in Kalk zwitscherten fröhlich. Das sind die abgefucktesten Innenstadttauben, die ich je gehört habe, Leute. Und die überglücklichen Einwohner, die grüßten sich mit der einzig wahren Begrüßung, die man in diesem Stadtteil in Kalk am häufigsten hört, nämlich dem Ausruf: Was geht? Was geht? Es war der perfekte Tag für ein erstes Date, dachten sich beide noch jeweils bei sich zu Hause und seufzten glücklich. Dein Seufzer, Kahn, ich bin ganz gespannt. Lass ihn raus. Nein, ich kann das nicht. Nur sie seufzte. Du musst dich freuen. Er konnte nicht seufzen. Heute treffe ich sie das erste Mal, dachte er sich, während er noch unter der Dusche stand. Er pinkelte scheinbar gerne unter der Dusche. Danach setzte er sich in sein Auto und startete den Motor. Brumm. Brumm machte der Motor und los ging es. Zeitgleich in der anderen Ecke der Stadt freute auch sie sich auf das erste Date. Ein Picknick im Waschsalon. Naja, gut. Sie summte euphorisch ihren Lieblingssong, während sie sich fertig machte. Keine Ahnung. Du kannst summen, was du willst. Alle Menschen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war sogar gesungen. Also von daher ja. Extra Applaus dafür. Dann föhnte sie sich noch schnell ihre sehr langen, sehr schönen Haare. Es war mehr ein Trockenpusten als ein Föhnen. Kurze Zeit später waren beide fast angekommen an dem perfekten Ort für das Date, und zwar eben im Waschsalon. Das Rattern der vielen Wäschetrommeln hörten beide noch getrennt voneinander schon von sehr weit weg. Wundervoll, also das ist, wenn man das nicht direkt nimmt zur Synchronisation von Filmen. Ein sehr spezieller Ort für ein erstes Date, dachte sie sich noch, aber es gab sicher auch Schlimmeres. Der schlimmste Ort, an dem man ein Date haben kann, wäre ja eigentlich... Was?
im Gefängnis. Das wäre noch schlechter, ja. Beide waren sehr aufgeregt. Sie erinnerte sich noch an die ersten Worte, die er ihr auf Tinder geschrieben hatte. Seine allererste Nachricht, die damals lautete: Hast du Bock? Ja. Ja, er war ein Mann der großen Worte, ein Poet. Schon da hatte sie sich gedacht, Mensch, was für ein Mann, was für ein Traummann, darf ich sagen. Nervös bog sie um die letzte Ecke vor dem Waschsalon, ihrem vereinbarten Treffpunkt, und ihr Herz schlug hörbar. Bum-bum. Sie hatte einige Systolen offensichtlich. Aber es ging ihr gut und sie sah ihn vorm Waschsalon stehen. Passanten, die diese Szene beobachtet hatten, würden noch Jahre später erzählen, dass sie, wenn man genau hinhörte, wie in einem Disney-Film, direkt beim ersten Blickkontakt der beiden, ein gigantisches Feuerwerk hören konnten. Aber das können sie. Ja, klar. Ja, klar. Ballern könnt ihr in Köln, ne? Das ist klar. Schön hier. Ist das der Beginn von etwas ganz Großem? Fragezeichen. Selbst die sonst sehr missgelaunte Kölner Oma, die bereits im Waschsalon saß, hatte die Kennenlernszene beobachtet und sagte daraufhin nur einen Satz, der die Szene jedoch perfekt beschrieb. Sie sagte, als sie die beiden zusammen sah: Geiles Paar! Geiles Paar! Etwas später, mitten im ersten Date, zeigte sich bereits, sie war genau so, wie er sich seine Traumfrau immer vorgestellt hatte. Wie oft hatte er zu seinen Kumpels gesagt: Jungs, am wichtigsten bei einer Frau, das wisst ihr ja, ist mir... Und du die darfst Seele. Ehrlich sein? Die Seele. Die Seele. Oh. Oh, toll. Gibt's nicht den Ausspruch, ich fick deine Seele? Auch sie war begeistert von ihm. Das geplante Picknick im Waschsalon, es war wundervoll. Nicht mal seine lauten Essgeräusche störten sie beim Essen. Und Kahn, jetzt, das ist, glaube ich, dein Moment. Als er dann noch Goethe zitierte, ich bin nicht so nett, war es um sie geschehen. Die ersten Zeilen ihres Lieblingsgedichts, die da lauteten, und du darfst jetzt alles sagen. Romantische Zeilen. Dein Herz ist warm wie meine Winterjacke. Oh, oh mein Gott, ist das... Absolut. Nein. Das. Oh. Ja, das kennen wir alle von Goethe. Das mussten wir alle auswendig lernen, ja. Besser konnte doch ein erstes Date nicht laufen. Am Ende gingen beide nach draußen und die lustigen Geräusche der Blubberblasen in den Waschmaschinen des Salons begleiteten sie. Sie seufzten noch einmal beide glücklich. Oh. Geht doch. Und ob sie sich jetzt wiedersehen werden nun... Das liegt nicht in unserer Hand. Vielen, vielen Dank, Maja. Vielen, vielen Dank, Kahn. Riesenapplaus für eure Unterstützung. Gebt bitte euer Mikro wieder bei unserem Techniker ab. Wundervoll. Danke dir, Junge. Oh. Dein Herz ist so warm wie meine Winterjacke. Nehmt das bitte mit nach Hause. Versucht's einfach mal. Wenn ihr jemand ansprechen wollt, Kahn, du hast uns da jetzt allen ein Geschenk gemacht. Da werden jetzt hier an Karneval, wirklich, da werden die Schlüpper fallen, wenn die den Satz bringen. Und das alles dank dir. Vielen, vielen Dank an euch beide, an euch alle fürs Mitmachen. Und das war's von mir. Tschüss. Sandra Sprüche! Das war so romantisch und dann packe ich mich fast. Sehr schön. Habt ihr noch Bock, Nightwatch? Seid ihr noch da? Ja, geil. Geil, sehr schön. Ich mache auch Mucke, falls es dem einen oder anderen schon aufgefallen ist. Das kam nicht vom Band eben, das habe ich gemacht. Und ich habe einen Song für euch mitgebracht. Habt ihr Bock auf ein bisschen Mucke? Ja, sehr geil, sehr schön. Es ist, ihr werdet es merken, es ist quasi auch klatschbar. Ne? Also stellt euch vor, wir sind im ZDF-Fernsehgarten. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Wir kommen auch, das ist jetzt der letzte Part in dieser Show. Ja, die Deutschen 2 und 4, ich lieb's. Warte. Ja, sehr gut. Ja, ihr seid heiß, sehr gut. Wir kriegen auch das hin, dass das noch alle machen. Sehr schön, okay, ready? Ha,
Okay, gleich mal vorweg, ich hab nicht viel dabei, außer meiner großen Klappe und Drink für uns zwei. Vielleicht rede ich zu viel, bin oft durch den Wind, denk zu viel drüber nach und bin immer noch ein Kind. Mit 19, da ist man sich am besten drüber klar, was man später gerne wär, wenn man ist, wer man war. Wenn ich dir heute sage, wer ich morgen gerne wär, brauchst du mir nicht zu glauben, denn bis dahin zählt's nicht mehr. Ich hab nicht viel zu geben, trotzdem bin ich hier mit einem Lächeln auf den Lippen und einem eiskalten Bier. Schenk ich dir, was du mit Geld nicht kaufen kannst, neben meiner Liebe und dem Tanz. Kein Geld, kein Ruhm, kein Schmuck um deinen Hals. Glaub mir, alles brauchst du nicht. Denn das, was ich dir schenke, brauchst du mit keinem Geld der Welt. Oh Baby, ich hab ein Lied für dich. Hey. Oh Baby, es ist ein Lied für dich. Kahn, falls du den Song brauchst, ich leih ihn dir aus. Vielleicht stehst du auf Typen, die dich später dann erzählen, dass sie drei Autos fahren und FDP wählen, dass ihr Penthouse direkt an der Südalster steht und die Sonne auf dem Rooftop viel schöner untergeht. Doch wenn du darauf scheißt, wie viele Marken ich hab, du sowieso kein Gucci oder Stone Island magst, wenn die Likes deiner Bilder nicht viel mehr über dich sagen als ein wunderschönes Lächeln, wenn wir Cabrio fahren, dann schau kurz zu mir rüber und lächel mal für mich. Ich liebe deine Falten, wenn du lachst in deinem Gesicht. Es ist wunderschön, nur mit dir hier zu sein und für dich heißt das eins. Ey, kein Geld, kein Ruhm, kein Schmuck um deinen Hals. Glaub mir, alles brauchst du nicht. Denn das, was ich dir schenke, brauchst du mit keinem Geld der Welt. Oh Baby, ich hab ein Lied für dich. Nein, wo seid ihr da? Clip your hands! Hey, sehr gut. Ja, ihr seid da, sehr gut. Kein Geld, kein Ruhm, kein Schmuck um deinen Hals. Glaub mir, alles brauchst du nicht. Denn das, was ich dir schenke, hast du mit keinem Geld der Welt. Yeah. Baby, ich hab ein Lied für dich. Come on, hey! Oh. Kein Geld, kein Ruhm, kein Schmuck um deinen Hals. Glaub mir, alles brauchst du nicht. Denn das, was ich dir schenke, hast du mit keinem Geld der Welt. Oh Baby, es ist ein Lied für dich. Oh Baby, es ist ein Lied für dich. Oh Baby, es ist ein Lied für dich. Dankeschön, Nightwash. Ihr wart wundervoll. Vielen, 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 vielen Dank. Und wir haben jetzt noch einen Part. Seid jetzt schon heiß durch die Impro. Keine Sorge, ihr müsst nicht auf der Bühne. Der Text ist nicht so schwer, aber ihr könnt gerne mitsingen. Ich mach's vor, ihr macht's nach. Vielleicht kennt ihr die Melodie. Oh, 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 oh. Jetzt ihr. Geil, sehr gut. Die ersten sind schon besoffen. Nochmal. Ja! Okay. Jetzt mal nur die Ladies. Seid ihr da? Oh, 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 oh. Nochmal, nur die Ladies! Oh, oh, oh. Jungs, lasst mich nicht im Stich. Männer, wo seid ihr? Du auch hier vorne. Hey! Wunderschön! Geil! Nochmal, die Jungs! Hey! Geil! Alle mit Abitur! Merkt ihr, wie arrogant, Alter? Wie arrogant. Jetzt alle, die heute noch bumsen wollen! Oh, oh. Alle mit Vorstrafen! Ich hab's genau gesehen. Okay, Nightwash. Und jetzt mal nur die schönen Menschen. One, two, ganz entspann dich, Digga. One, two, three, four! Nochmal allerletztes Mal! Ey! Oh, 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 oh. Jetzt nur der Ben. Nur die Luisa. Baby, ich hab ein Lied für dich. Leute, vielen, vielen Dank! Das war Nightwash! Vielen Dank, dass ihr hier wart! Folgt uns auf Instagram! Vielen, vielen Dank! Rastet doch mal aus für die Comedians des heutigen Abends. Hier sind für euch nochmal Christina Boganski, Toni Bauer, Ingmar Stadelmann, Falk Schuh, Friedrich Herrmann.
Applaus für eure neue Moderatorin Luisa Charlotte Schulz. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Kommt gut nach Hause. Tschüss, danke schön. Wir stürzen gleich. Und wenn wir fallen, fallen wir zusammen. Ciao, Livestream. So, adieu. Entschuldigung. Ain't never gonna change. Ben. Du hast eine Schauspielausbildung, dein Ernst? Ben. Nein, das ist Outtake. Das ist richtig. Weißt du, was auch richtig heißt? Wenn in der ersten Reihe sitzen alle mit so einer pinken, mit so in der ersten Reihe. In der. Happy Day. Weißt du, was auch richtig geil wäre? Wenn die erste Sonnenbrille in der Reihe anhätte. Wenn die erste Reihe eine Sonnenbrille anhätte. Nee, wenn die erste Reihe. Ja, kannst du ruhig mal appreciaten hier. Appreciaten. I want you to appreciate that. Now eat your banana und tu so, als wärst du Brad Pitt und halt so schnauzen. Das ist richtig. warte kurz. Hast du gepupst?